Ja, Free to See, drei Filme, die man unbedingt sehen muss. Was fällt mir dazu ein? Für mich dieses Jahr ganz besonders wichtig, das Filmbrand Brasilien. Wir haben ja einen richtigen Independent-Film-Schwerpunkt für Brasilien, was im momentanigen Olympia-Vorfeld und in der aktuellen Staatskrise in Brasilien auch wirklich ein politisches Statement ist. Und ganz besonders liegt mir da am Herzen der Film Aquarius von Kleber Mendonça Filho, der gerade eben in Cannes im Wettbewerb gelaufen ist, dort einen ungeheuren Erfolg hatte und auch einen kleinen Skandal hervorgerufen hat. Der Regisseur porträtiert eine Liebeserklärung an seine Stadt Recife, die aber auch gleichzeitig die gesamte Korruption und Gentrifizierung dieses Ortes aufdeckt, mit einer wundervollen Sonja Braga, also einem Weltstar in der Hauptrolle, diese Frau, die schon im Kuss der Spinnenfrau zu sehen war und auch schon in Sex and the City aufgetreten ist. Also ich denke, das ist der Film, der momentan wirklich Brasilien in einer Form zeigt, wie wir es nicht kennen. Eine ganz andere Richtung politisch ist die Komödie Camino a la Paz von Francisco Barone. Das ist nämlich eine Art von muslimischer Komödie, aber aus Argentinien, was man nie zusammenbekommen würde. Es geht eigentlich um eine verkrachte Existenz. Ein Mann, der dann plötzlich ungesehens zum Taxifahrer wird und mit einem Male einen Muslim auf seine Pilgerfahrt über La Paz Richtung Mekka begleiten soll. Gerade im Zeitalter des antimuslimischen Rassismus finde ich, das ist auch eine wirklich ganz andere Sicht auf den Islam, der ja auch in diesem Jahr ein besonderer Schwerpunkt des Filmfests München ist. Wiederum ein politischer Film, von dem man es gar nicht erst denkt, ist der Film Te Prometo Anarchia. Gut, der Titel, Ich verspreche dir Anarchie, weist ein bisschen darauf hin, aber es ist zunächst erstmal ein Film, der im Skater-Milieu von Mexiko-Stadt spielt. Es ist gleichzeitig auch eine schwule Liebesgeschichte und plötzlich bricht die gesamte Realität von Drogenmafia, von Organspendenskandal, von Blutkonservenschmuggel in diese Skater-Realität ein. Ein Film von Julio Hernández Cordón, der von seinem ersten Film an immer beim Filmfest München zu sehen gewesen ist, einer meiner Lieblingsregisseure aus Lateinamerika, und deshalb möchte ich diesen Film natürlich ganz besonders empfehlen.